Hallo und herzlich willkommen beim Autohaus Peach in Walldorf. Mein Name ist Sebastian Koch, Verkaufsleiter im Autohaus Peach, und heute möchte ich euch den 500er, das 10,25 Zoll Display, etwas näher erklären. Wir steigen ein. Und zwar haben wir hier vorne einmal den Start-Stopp-Knopf. Den dürfen wir einmal drücken, dann startet das System. Die Geolokalisierung wird aktiviert. Entweder kann man OK drücken oder das System startet automatisch. Wir sehen jetzt hier diesen Home-Bildschirm. Wie ist dieser Bildschirm aufgeteilt? Hierzu möchten wir euch einige Informationen geben. Hier oben, einmal links und einmal rechts, haben wir die Symbole für die Sitzheizung. Hier sieht man leicht, ob die Sitzheizung für den Fahrer oder den Beifahrer aktiviert ist. Wir haben hier, drücke ich einmal drauf, im Netzwerk nicht angemeldet, separate Informationen, dass wir uns hier auch mit dem Handy im Netzwerk mit einwählen können. Wir haben einmal die Außentemperaturanzeige, wir haben das Symbol für das GPS-System, dass es aktiviert ist, dann die Uhrzeitanzeige, Audio ist stumm, weil wir das Radio leiser geschaltet haben, dass sie uns besser versteht, und über dieses Mikrofon können wir den Sprachassistenten starten. Ich tippe einmal wieder hier auf das Home-Menü. Hier haben wir zwei Felder. Einmal zur linken Seite kann ich das Navigationssystem klein mir anzeigen lassen. Auf der rechten Seite habe ich jetzt das Radio mit dem DAB-Radioempfang komplett mit enthalten. Und hier unten habe ich vier Sender, die voreingestellt sind. Die kann ich aber individuell selber einstellen. Wir haben auch die Möglichkeit, auf der linken Seite komplett individuell in die Einstellungen mit reinzugehen. Zum einen den Notenschlüssel, da komme ich auf meinen Medienvorwahl mit dazu. Im oberen Bereich habe ich vier Reiter, da kann ich die Quellen, die Wiedergabe, eine Durchsuchenfunktion von den verschiedenen Radiosendern oder auch die Audioeinstellungen einstellen. Wir sind serienmäßig auf dem DAB-Radioempfang mit drinnen, ich kann aber auch auf den FM und auch auf Bluetooth, wenn ein Gerät verbunden ist, mit verwenden. Wir fangen an mit den Quellen. Hier kann ich separat mir nochmal zusätzlich die Funktionen, was im Schnellwahlmenü mit drinnen ist, auch separat mit anzeigen lassen. Hab auch die Möglichkeit, wenn ich hier länger drauf bleibe, rüberzuziehen, dass der DAB-Radioempfang aktiviert ist. Wir haben hier die Wiedergabefunktion. Hier habe ich die Möglichkeit, verschiedene Radiosender mir voreinzustellen. Die erste Seite sind bis zu 6 Radiosender, auf der zweiten Seite bis zu 12 Radiosender, 18 Radiosender und starte wieder komplett durch. Also sehr viele Möglichkeiten. Über die Durchsuchen-Funktion habe ich meine Senderwahlliste, wo alle Sender über den DAB-Radioempfang frei verfügbar sind. Über das Dropdown-Menü kann ich die Radiosender entweder direkt auswählen, in dem Fall Schwarzwaldradio, dann springt es um, und um das einspeichern zu können, einfach länger auf dem gewünschten Platz draufdrücken, so dass mein Radiosender gespeichert ist. Natürlich, wenn ich wieder auf die Durchsuchen-Funktion gehe, habe ich die Möglichkeit, über die ABC oder die Suchentaste spezielle Radiosender mir rauszusuchen. Einfach den gewünschten Sender einspeichern, mit dem Pfeil bestätigen, und schon habe ich meine gewünschten Radiosender über SWR 1, 2, 3, 4, was man haben möchte, einzustellen. Einfach drauf tippen, dann springt er um. Wenn ich den wieder einspeichern möchte, lang drauf bleiben, dann habe ich es wieder mit ausgewählt. Kommen wir zu den Audioeinstellungen. Hier habe ich die Möglichkeit, über den Balance und den Fader, wo die Musik hin soll, über die Pfeiltasten separat einzustellen. Entweder weiter nach hinten, weiter nach vorne, möchte ich es weiter nach links oder weiter nach rechts haben, so wie es gewünscht ist, individuell einstellen. Zudem bietet uns die Equalizer-Funktion, dass ich den Bass, die mittleren Töne und die Hochtöne auch individuell einstellen kann. Wir haben die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke, das heißt,
Wenn ich schneller fahre, wird das Radio auch automatisch lauter. Habe ich drei verschiedene Möglichkeiten über die Stufe 1, 2 oder auch maximale Lautstärke. Und wenn ich es gar nicht haben möchte, kann ich es auch komplett mit ausschalten. Können wir weitergehen? Über die Autoplay-Funktion kann ich sagen, wenn ich USB-Geräte anschließe, dass die automatisch die Wiedergabe starten sollen. Wir haben hier unten einmal einen USB-Anschluss sowie auch hier unten in der Mittelkonsole einen USB-C und einen normalen USB-Anschluss, wo ich externe Geräte auch mit anschließen kann. Den zweiten Button habe ich die Möglichkeit, die Klimaanlage über das Touchscreen komplett auch zu bedienen. Entweder kann ich es manuell über diese Leiste mit einstellen, wo ich die Möglichkeit habe, mit den Tasten nach unten in 0,5 Grad Einheiten die Temperatur entweder nach unten oder nach oben regulieren. Die Autofunktion bedeutet, dass die gewünschte Temperatur, die eingestellt ist, automatisch reguliert werden. Das heißt, die Lüftungsgebläsen in der Mitte, sowohl wie hier komplett auf der rechten Seite, sowie auch zur Fahrerseite, hier oben im vorderen Bereich für die Windschutzscheibe, wird komplett alles automatisch auf die 22,5 Grad eingestellt. Zudem habe ich die Möglichkeit, es individuell einzustellen. Zum einen entweder nur auf den Fußbereich, Fahrer- und Beifahrerbereich, speziell für den Fuß, aber auch für den Oberkörperbereich und auch die Möglichkeit, alles direkt auf die Frontscheibe mit drauf zu machen. Das heißt, wenn, jetzt machen wir es kurz noch mal aus, wenn die Scheibe beschlagen ist, gerade in den Wintermonaten und es innen drin viel Luftfeuchtigkeit betrifft, kann man komplett alles auf die Frontscheibe mitmachen, sodass man eine perfekte und freie Sicht für vorne mit gewährleisten kann. Zudem haben wir dann die Möglichkeit für die Heckscheibenheizung. Da werden auch zusätzlich die Außenspiegel aktiviert, dass die mit beheizt werden. Serienmäßig beim Fiat 500e wird die Luft von außen gefiltert. Wenn man mal durch einen Tunnel durchfährt oder vorne ein Fahrzeug fährt, was nicht wirklich optimal riecht, kann ich auch die Möglichkeit für die Umluft mit reinstellen, sodass die Luft im Innenraum gefiltert wird über den Pollenfilter. Die rechte Taste ist die Stärke von 1 bis 7. Das kennt man von der manuellen Klimaanlage im Drehschalter 1, 2, 3, 4. Habe ich hier die Möglichkeit, über die Taste das Gebläse in der gewünschten Höhe einzustellen. Und selbstverständlich habe ich die Möglichkeit, alles hier über den Display auch nochmal individuell einzustellen. Wir haben die Funktion in den 0,5 Grad Einheiten nach oben und nach unten. Ich habe die Möglichkeit, dann die Sitzheizung auch zu aktivieren für die Fahrerseite und für die Beifahrerseite. Hier AC ist für den Klimakompressor, dass er an ist, sowie die Funktion, komplett alles auf die Frontscheibe, auf die Heckscheibenheizung zu aktivieren und die verschiedenen Positionen. Dann gehen wir den nächsten Schritt weiter. Brake